So, Leute, eure Aufgabe ist es zu erraten, was ist das Geile an diesem Level? Ganz einfach, dass ich hier direkt einem voll in die Fresse schießen kann, ohne mich auch noch irgendwie zu bewegen. Oh, verdammt. Und damit herzlich willkommen zu Let's Play Jedi Knight 2 Jedi Outcast. Hier im neuen Level des der Kernanlage und ich hab voll versagt. Das muss man wohl zeitlich mehr durchplanen. Was Feigling, hä? Gut. Und oh Gott! Oh, da ist ja gleich nochmal einer. Okay, Leute, ich muss ja kurz abspeichern. Das ist ja Folter. Aber meine Machtgeschwindigkeit, sag mal, ich bin da schon wieder eine Stufe aufgestiegen. Stufe 3, der Jedi ist doch 400% schneller als normal. Stufe 2, Geistestrick Stufe 2, Wirkegriff Stufe 2, Machtblitz 1. Hier ist jetzt auch alles 2 mit dem Lichtschwert. Machtheilung habe ich jetzt auch Stufe 2 erreicht. Ah, da ist jetzt auch einer. Ich glaube, Machtgeschwindigkeit ist so eine Art, weiß nicht, so eine Art Reborn-Hotspot. Ja, ich mach mal die Kristalle da kaputt. Was jetzt geil ist an der Machtheilung, ich kann mich währenddessen sogar bewegen. Und es heilt außerdem ja auch schneller. Ah, okay, ich glaube, ich habe es verstanden, was ich hier machen muss. Einfach nur die Dinge hier kaputt machen. Das hier ist nicht mal mehr Pflicht. Das kann man machen, wenn einem langweilig ist. Ach komm, das gibt's jetzt nicht. Verdammt. Okay, Leute, jetzt aber nochmal. Den habe ich jetzt mal auf eine ganz andere Art und Weise umgebracht, ja. Okay, nochmal abspeichern, gell? Okay, ich muss ganz eindeutig in diese Richtung. Wow! Wow! Okay, jetzt weiß ich auch nicht mehr weiter. Ich nehme einfach mal an. Ja, ich muss da entlang, aber das ist sehr schwer. Das ist sehr, sehr schwer. Vielleicht gibt es ja hier nochmal irgendeine Wegmöglichkeit. Wow. Tatsächlich. Okay, hier muss ich wieder aufpassen, denke ich. Ah, das ist der eigentliche Weg, okay. Die wollen, dass man den hier nimmt. Okay, ich warte, bis der nächste Strahl nochmal durch ist. Seht euch das mal an, was das für eine zeitliche Verschiebung dann ist mit den Dingern. Ich habe das Ding deaktiviert. Aber nicht, dass sich das wieder reaktiviert. Ja, müssen wir mal schauen. So, wo muss ich denn jetzt hin? Ah! Danke, Wegweiser. Und zack. Und zack. So, jetzt nochmal hier. Oh, ich hab's geschafft. Aber wie heißt es so schön wie Geronzo zu Ron, gell?
Wieso sterbe ich denn gerade so oft? Speichern. So. Verzeihen. Gott, ich fühle den Stress jetzt schon. Natürlich noch zwei Helferdrohnen. Die mir ein bisschen helfen sollten. Ach, Mensch! Ich kann auch einfach die ganze Zeit so bleiben. Weil der leichte Lichtschwert-Stil blockt nämlich alles Mögliche ab. Das ist der beste Blocker-Stil. Die könnten echt ein bisschen mehr Wegpunkte setzen. Also ein paar Kontrollpunkte, meine ich. So, wohin jetzt mit dem Katan? Doch hier hin oder was? Ich werde jetzt angegriffen. Moment, wenn die mich jetzt angreifen, dann müssen die auch irgendwo von daher kommen. Ah! Okay. Hab den Weg weiter gefunden. Sehr schön. Jetzt könnte ich natürlich noch ein paar Vorrätchen gebrauchen. Guck ich einfach mal ein bisschen rum. Nee. Hier haben wir nix, hier haben wir auch nix. Okay. Hier ist jetzt bestimmt auf der anderen Seite der Weg weiter. Yep. Ich wusste es. So, jetzt lassen wir mal die Heilung durchlaufen. Ah, das tut gut, gell? Kyle. Kyle Katarn. So, hier ist auch nix. Hier ist nirgends irgendwas zum Heilen. Das finde ich jetzt nicht gut. Das finde ich gemein. Ah, egal. Ich erlaube mir mal einen Spaß. Meinen Thermaldetonator runterschmeißen. So wie diese Typen es auf Narsha da die ganze Zeit weh gemacht haben. Hat jetzt nichts gebracht. So. Naja, mir egal, was jetzt hier los ist. Ich habe die down und das reicht mir. Okay, warte. Ah, jetzt wird's langsam mehr kompliziert. Jetzt wird's richtig complicated. An das Ding darf ich wohl bestimmt nicht rankommen. Bin ich auf der anderen Seite. Die sind jetzt bestimmt Typen. War ein bisschen angeschlichen. Ah, okay. Sterben wie die Fliegen. Sind aber genauso nervig. So, jetzt benutze ich ja schon meine Nachtsichtbrille. Es kann immer sein, dass sie mir irgendein Versteck entgeht.
Weil ich das einfach nicht will. Es soll mir nicht entgehen, aber hier ist nichts. Hier ist einfach nichts. Soll ich niemals zur wahren Stärke kommen, wenn ich nirgends mehr einen Bug da verdammten Kanister finden kann? Lol. Ja, mal kurz so fertig gemacht, gell? Dann war ich auch noch fertig, aber jetzt muss ich erstmal. Erstmal klarkommen. Okay, ich ahne, worauf das hinausläuft. Da ist so ein Ding, da darf ich nicht rüberkommen. Und ich muss immer mit diesem Stab hier rechnen, der immer wieder kommen kann. Mal drüber springen, ja? Hep. Okay, soweit so gut, soweit so gut. Drüben ist noch ein Sith. Der ist jetzt allerdings tot. Den werde ich freudig empfangen. Ich glaube, hier warte ich erstmal durch. Zähl ich das mal an. Blockt die Schüsse von den Kampfangriffsstationen da auf die Sturmtruppen teilweise ab. Aber die auf die Türme direkt wieder abzulenken, das gelingt mir nicht. Deswegen muss ich bei denen wohl doch noch selber durchgreifen. Also gut. Och nö. Ich sag ja, es kann immer passieren, dass irgendetwas schief geht. Komm, mach ich mit dem Sturmangriff fertig, so. Anders muss ich das jetzt wieder ausklingen lassen. Währenddessen mache ich aber Folgendes. Warum ist mir die Idee nicht viel früher noch gekommen? Weil sie mir da noch nicht aufgefallen sind, die Türmchen. So. Okay, schön die Sturmtruppen erledigen. Man muss keine Angst mehr haben. Hä? Okay. Das ist wäre hey. Ach komm. Aber auf der anderen Seite bestimmt. Nichts, wirklich gar nichts. Ach komm schon. Oh, da oben ist eine Angriffsstation. Hey! Ach, Kai, du bist einfach zu rasant. So. Okay, das ist jetzt irgendwie geil. Das ist jetzt mal abgefahren. Okay, ich glaube, ich lasse hier einfach wieder durchlaufen. Meine Abwehr ist schon krass. Ich glaube, bei dem ist es ein bisschen zu schwer. Ah, hey, wenn ich direkt auf ihn ziehe, geht's. Ja, ich hab ihn gleich, ich hab ihn gleich. Mann, ich mach's mir echt schwierig. Ich stehe nur rum.
Mir war es jetzt einfach zu blöd und ich wollte mal in Aktion treten. Oh, ich benötige eine Zugangskarte. Na, ganz toll. Hey, du. Hey, deine Zugangskarte. Fahr hoch. Ich brauche Versorgung. Okay. Ich habe jetzt eigentlich eine Shit-Energie erhofft. Aber so geht es auch. Wieso denn eigentlich nicht? Okay, fahren wir mal ein bisschen rum. Da ich aber noch, glaube ich, irgendwie etwas von früher noch in Erinnerung habe, speichere ich mal lieber. Und nehme nicht diesen Weg. Warum wusste ich das jetzt? Wow. Wow. Ach, das ist echt scheiße. Wieso haben die unendlich Raketen, Mann? Oder? Das wäre doch mal eine geile Frage. Wieso unendlich Raketen? Hey, vielleicht gelingt es mir ja sofort. Okay, den habe ich. Das Ding wird eh kaputt gemacht, also von dem her löse ich jetzt hoffentlich keinen Skriptschaden oder so aus. Nein. Was willst du? Okay, Moment, ich muss speichern. Weil das ist echt ein krasser Weg dahin jetzt. Also kommt da drüben noch irgendwo ein Raketenwerfer-Typ dazu. Ah, da ist er schon. AP muss ich dann schneller sein, weil den präzise abzuknallen, das auch noch sofort, das ist nämlich extrem hard work. Ja. Der überlebt seine Raketen sogar, jetzt ist er aber tot. Ey, das gibt's nicht! Okay, jetzt ist der auch tot. Haben wir geschehen abgespeichert. Kann ich diesen Weg jetzt erstmal sicher betreten? Und jetzt ist es geschafft. Oh ja. Kernreaktor. Oh Gott, wie viele Spielstände hatte ich da gerade schon? Okay, ich wechsle mal wieder auf den mittleren Stil. Den wir immer hatten. Ups. Okay, hätte ich fast übersehen. Ja, ich habe einen Raketenwerfer aufgenommen. Der hatte auch einen. Habe ich mir aber nicht gelassen. Und, oh ja. Jetzt heile ich mich noch schön. Sammle Bagdad-Tänke ein. Oh, jetzt rüste ich mich wieder aus. Jetzt kann ich langsam wieder. So, was ist denn das für ein Level, ey? Merk mich, was ist das vor allem für eine Anlage? Das ist doch kein Asteroid mehr. Das ist ein ganzes Königreich.
Von hier aus könnte man das Imperium anleiten, natürlich mal von der Tatsache absieht, dass ich das gerade im Alleingang infiltriere. Aber ich gehe die ganze Zeit drauf. Okay, hier ist es recht dunkel. Mein Lichtschwert macht kein Licht dafür, dass es so leuchtet. Muss man doch mal dazu sagen, oder? So, den hätte ich mal. Geht hier unten irgendwas? Oh ja, Sturmtruppen. Halt oder... Ja, dann nehme ich mal... Kein Problem. Ich muss jetzt ein... Das Ding ist deaktiviert. Okay, das ist deaktiviert. Das heißt, ich muss noch einen dieser Aufzüge nehmen. Irgendwie hochfahren. Was ist eigentlich das Ziel? Galaxy Shift. Achso, ja, die Dummgeber suchen. Ja, ja, klar. Ich dumm alle. Das wusste ich doch. Oh. Okay, hier sind wir, glaube ich, richtig. Na, wie stelle ich das jetzt an? Genau, ich mach's bossmäßig. Klar überlebt der das. Du Hornsohn. Okay. Aber ich habe gerade einen Aufzug aktiviert. Zugangskarte benötigt. Ah, ich verstehe. Ich verstehe es, meine lieben Freunde der Sonne. Und der kommenden Aufzüge. So. Los. Hey, cool. Ein Aufzug, der auf mich hört. Das ist ja mal was ganz Neues. Fahren wir wieder ganz runter. Aua. Egal. Ich heile mich ja schnell. Und jetzt fahren wir nämlich noch ein bisschen bergab. Und kommen dann hier an. Wo die ganzen Offiziere sind. Und alle schön Zugangskarten dabei haben. Oh, mit dir habe ich jetzt nicht gerechnet. Macht aber gar nichts. Für dich habe ich auch noch Platz. Ja, ich fahre mal weiter. Jod. Glaubst du wohl nur, weil du deine Macht aus irgendeinem Tal der Jedi hast, kannst du mehr als ich jetzt, oder was? Das sieht man. Nicht. Achso. Der fährt überhaupt nicht. Also gut. Ja. Genau. Soll der Aufzug nämlich auch wieder kommen. Hätte ich jetzt die Zugangskarte. Der ich auch noch versuchen muss. Den da. aufzumachen, aber das klappt einfach nicht. Obwohl ich doch seither eigentlich jeden Feind eliminiert habe, den es in diesem Level gibt. Oder kriegt man die Zugangskarten auch manchmal gegen Ende vom Level, dass man wieder zurücklaufen kann? Das wäre ja richtig mies. Aber denkbar. Ich meine, das Spiel steigt ja langsam mit der Schwierigkeit. Und wird auch teilweise echt einfach, wenn man das mal so betrachtet. Oh, nächster Level, okay. Ich habe 57 Gegner vernichtet. Alles klar. Dann machen wir dann mit der nächsten Mission weiter und wir sehen uns.